Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Genau richtig, zum Wochenstart. Vor 2 Tagen hat sich Dr. Julian Hosp zurückgemeldet bei der Community. Tom, was gibt's noch Neues? Also heute reden wir explizit über das Thema 10x. Martin erklärt uns den ICO, Dr. Julian Hosp, CMC und du bist wieder dran. Und ich bin wieder dran. Ja, da fangen wir gleich einmal richtig an zum Wochenstart. Momentan sind die Kurse alle hinuntergeraschelt. Ich möchte euch aber trotzdem vorher erklären, was macht 10x, was ist Dr. Julian Hosp und was ist ein ICO. ICO ist ein Initial Coin Offering, eine ganz moderne Sache, Geld in ein Unternehmen zu pushen für eine neue Idee. Ich werde jetzt kurz ein Beispiel bringen. Ein ICO wird neues Geld eingesammelt, um eine zukünftige Idee umzusetzen. Einfach zum Erklären, ich hätte heute die Idee, ein Hotel zu bauen, dann würde ich ein Intel Coin Offering starten, ICO, und würde sagen, dieses Hotel wird umgesetzt und bringe einen Coin dazu heraus. Dann sammle ich in einer Zeit ein von 2, 3, 4 oder 5 Monate Geld ein, um nachher das Hotel bauen zu können. Ja, Missgeschicke hat es natürlich im Jahr 2017, 2018 in diesem Bereich gegeben, hat sehr viele Betrüger auf den Markt gerufen, da natürlich dann diese Projekte oft nicht umgesetzt wurden. Und da ist immer die Gefahr dazu gewesen, ich habe Geld investiert in ein Projekt, was später nicht umgesetzt worden ist, und dadurch habe ich vielleicht weniger herausbekommen, als ich einbezahlt habe. Ist es immer so richtig drum? Also die ICOs sind ein bisschen in Verruf geraten und da muss man eigentlich aufpassen in Zukunft. Wenn man in sowas investiert, sollte auch ein Use Case, also ein Anwendungsfall dahinter stehen, dass man auch wirklich sagen kann, der Coin funktioniert nicht. Genau, also es war nichts Leichteres auf dem Markt 2017, 2018 über die Blockchain von Ethereum einen ICO aufzusetzen und damit Kapital einzusammeln, und leider, wie du schon erwähnt hast, wurde sehr viel Betrug und Scam damit betrieben und die ganze ICO-Branche ist extrem in Verruf geraten und nach wie vor kann man so sagen, sind die ICOs eigentlich tot. Ja, das ruft uns natürlich jetzt ganz dringend auf den Plan Dr. Julian Hosp und 10x. Dr. Julian Hosp ist eigentlich eine Ikone, kann man das so sagen, im deutschsprachigen Raum. Der hat sehr, sehr viel für die Kryptowelt getan. Ich selbst bin auch ein Fan dazu, das muss ich unter Anführungszeichen sagen, weil er wirklich die Materie auch super rüberbringt, hat zahlreiche Followers bei YouTube und hat wirklich für die ganze Community viel gemacht. Tom, was ist mit 10x? Julian Hosp, wie gibt es die Verbindung und ist ein österreichisches Unternehmen, oder? Also kommen wir mal zurück zum Ursprung, Dr. Julian Hosp, also wie du schon sagst, eine extrem polarisierende Persönlichkeit, der einfach 2014 die Idee hatte mit 3 Mitgründern, die kommen aus Tirol, einer davon in Singapur, eine eigene, wie soll ich sagen, so eine Art Kreditkarte zu basteln, die mit Kryptowährungen verbunden ist. Ja, kurze Rede. Langer Sinn. Auf jeden Fall haben die das Ganze umgesetzt, 2015 10x gegründet, 2016 hat sich dann der PayPal, ganz wichtiges Unternehmen, beteiligt und 2017 am 26.04. wurde dann der ICO durchgeführt und das extrem Spannende, aber wirklich... Gibt es einen Rekord? Er war einer der erfolgreichsten ICOs in dieser Jahreszeit, er hat in 7 Minuten sagenumschreibene 80 Millionen Dollar eingesammelt. 80 Millionen Dollar in 7 Minuten. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man der Präsident ist, so wie Dr. Julian Hosp, ich glaube 3 Mitglieder waren es, wie es da einen die Sicherung stalzen könnte, bei 80 Millionen geraced in 7 Minuten. Ja, das heißt natürlich für die Anleger, die haben das Ding an die Börse gebracht, also der ICO ist gestartet an der Exchange, der Kurs ist natürlich dementsprechend hinaufgegangen, oder? Der Kurs ist natürlich explodiert, ist hinaufgegangen, die Vorzeichen waren ja auch super. Wie man ja schon sieht, gibt es jetzt Virex, ist auch so eine Kreditkarte. 10x hat da eigentlich richtig was Bahnbrechendes prognostiziert und auch dementsprechend auch umgesetzt und darum die Kursexplosion. Ja, dann ist natürlich der Kurs wieder hinuntergefallen, weil ja am Anfang, wenn das Ding an die Börse gebracht wird, ist nämlich die Euphorie groß, wenn man das Ding um 1 Cent kauft, dann geht es steil hinauf und dann pendelt sich der Kurs ein, bis der Anwendungsfall eintritt, dass man wirklich mit denen arbeiten kann. Genau. Genau, der Anwendungsfall ist nicht eingetreten. Das muss man mal definitiv so sagen. Ein Jahr später konnte 10x nichts liefern. Die Karten, die sie ausgeliefert haben, hat, glaube ich, Visa wieder zurückgezogen. Also Visa und Mastercard haben die Karten dann, die Kartenfunktion wieder stillgelegt und die 10x-Karten waren gar nichts mehr wert. Und Dr. Julian Hosp hat das aber immer geschickt verpackt in seiner Community, da er ja auf YouTube extrem viele User hat und immer eigentlich up-to-date war.
und eigentlich alles am Boden hielt und die Community das so hinnahm auch. Ja, und dann ist die Schlagzeile gekommen. Anfang des Jahres meldet sich Dr. Julian Hosp bei seiner Community. Da haben wir, glaube ich, ein Schriftstück vorbereitet. Breaking News, Dr. Julian Hosp tritt zurück. Genau, also Julian Hosp hat am 19. Jänner den Beitrag gegeben, er tritt als Präsident zurück. Sie haben das Jahr 2019 durchgeplant und sind zum Entschluss gekommen, dass es keinen Sinn mehr macht, gemeinsam weiterzuarbeiten, und das Beste für 10X ist, dass Julian Hosp zurücktritt. Genaue Informationen dazu gibt es eigentlich keine, da Dr. Julian Hosp sich bedeckt hält und auch die Firmensitzer jetzt mit Co-Founder Tobi Hoeneß auch sich bedeckt halten. Ja, dazu möchte ich was sagen. Was erwartet man natürlich, wenn der Präsident der Idee zurücktritt? Was erwartet man mit einem 10X? Also das Unternehmen heißt ja 10X, der Kröner heißt ja, glaube ich, P. Was erwartet man natürlich, dass mit dem Kurs passiert? Ich persönlich hätte geglaubt, er bricht zu 100% voll ein. Am ersten Tag des Rücktritts hat er minus 4% gemacht, und jetzt haltet euch fest, eine Woche später macht das Ding 170%. Genau. Kein Mensch hätte daran geglaubt. Das ist genau der Punkt. In der Kryptowährung überrascht es dich eigentlich täglich, wie eigentlich der Kurs steigen und fallen kann, gegen jede menschliche Vorstellungskraft, muss man so sagen. Also oder? Schauen wir sich kurz den Chart an von dieser Zeit beim TNX, und es war wirklich eine Überraschung. Also da ungefähr, 19. Jänner, gab es den Rücktritt von Dr. Julian Hosp, und dann sieht man, er ist ein bisschen gefallen, aber dann eine extreme Kursexplosion hinauf Richtung 64, über 64 Dollar Cent. Also das war schon bemerkenswert, wie der Kurs dann raufgegangen ist. Natürlich hat er sich dann jetzt wieder stabilisiert, ist wieder ein wenig runtergegangen, weil er trotzdem an den Bitcoin hängt. Und Dr. Julian Hosp hat sich dieses Wochenende dann gemeldet. Hat sich zurückgemeldet, und ich glaube, Tenix, glaube ich, auch am richtigen Kurs. Die haben jetzt wieder Karten ausgeliefert, zumindest in Singapur. Ja, trotzdem ein spannendes Invest. Also ohne Julian Hosp hat man gezeigt, hätte normal der Kurs fallen müssen, laut logischer Institution, aber definitiv hat er alle Grenzen gesprengt und hat 170% in dieser Woche gemacht, wo er der Rücktritt bekannt worden ist. Ja, genau. So verrückt ist die Kryptowelt, muss man wirklich sagen. Schauen wir gleich nochmal auf das verrückte Thema CMC, da hat es ja richtig gekracht. So, schauen wir. Von Sonntag auf Montag leider. Genau, heute in der Früh. Marktkapitalisierung. Kam die Schockmeldung, alle Coins gaben nach. Marktkapitalisierung heute stand jetzt 114 Millionen Dollar. Steffi, kurz einwerfen, wir hatten bei der letzten Sendung 120 Milliarden Dollar, nicht Millionen, sondern Milliarden Dollar. Heute sind wir auf 114 Milliarden Dollar. Genau. Was heißt das für ein Bitcoin? Ja, Bitcoin heute früh, bam, die Kurve nach unten, notiert gerade bei 3.491 Dollar. Platz 2 immer noch XRP mit 29 Dollar ging es auch. Also man sieht anhand der Statistik, alle Coins gingen steil nach unten. Tron, die Riesenüberraschung, wenn man Riesenüberraschung nicht hat, eine super Ankündigung gehabt im Game-Bereich, und natürlich mit Binance BTD, dem BitTorrent, baut er auf der Tron-Blockchain auf. Da gab es einen riesen Kursanstieg vorige Woche, hat es heute auch ein bisschen erwischt und kam unter die Räder. Ja, ich würde sagen, danke für die Aufmerksamkeit. ICO, wisst ihr alle, was das ist? Ganz, ganz wichtig zu behalten. Dr. Julian Hosp, bin wirklich ein großer Fan von ihm. Bin froh, dass wir auch heute darüber berichten dürfen. Aber so verrückt ist die Welt, TenX, Dr. Julian Hosp, ICO, CMC. Wir haben alles erledigt zum Wochenstart. Hoffentlich werden die Kurse besser. Thomas, danke für die super Erklärung, wie immer. Guten Wochenstart wünschen wir euch. In diesem Sinne, viel Spaß und Blockchain-Baby. Hat euch die Sendung genauso viel Spaß gemacht und so gut gefallen wie uns beiden? Dann checkt uns deinen Daumen und abonniert uns. Danke.